Hallo ihr Lieben, heute gibt es das versprochene Meal Prep Ideen Video. Ich habe an einem Abend mal alles gefilmt, was ich für die nächsten Tage vorgekocht hatte. Als erstes seht ihr hier einen Nudelsalat, der ist ziemlich einfach. Das sind jetzt glutenfreie Nudeln aus dem Lidl. Dazu hatte ich etwas Brokkoli gegart, das ist frischer Brokkoli, da ich den Tiefkühlbrokkoli nicht so gerne mag und auch etwas wässrig finde. Dazu gab es dann eine Dose Kidneybohnen. Einfach abgetropft und dazu gemischt und etwas Tofu in einer Pfanne mit Öl gebraten. Ein bisschen Salz dazu und fertig war der Salat. So, dann gab es noch etwas Naturreis und Tiefkühlerbsen. Die Erbsen sind jetzt aus dem Aldi, die finde ich echt super. Das hatte ich am nächsten Tag alles zusammengemischt, ein bisschen Aufstrich dazu und etwas Räuchertofu in der Pfanne angebraten und somit war das Essen ziemlich schnell fertig. Weiter geht's mit einer Portion roter Linsen. Das werde ich jedoch nicht mehr machen, da sie einfach viel zu fest geworden waren, als sie im Kühlschrank standen. Die werde ich jetzt lieber frisch kochen. An dem Tag gab es dann noch frische Kartoffeln dazu, aber besonders lecker war es halt nicht, weil sie ziemlich fest geworden waren. Zum Schluss seht ihr hier noch einen gemischten Salat, bestehend aus Bulgur, Kidneybohnen, Mais, Tomaten und Gurken. Dazu noch ein paar Gewürze wie Oregano, Basilikum, Salz und Pfeffer. Hier kocht ihr den Bulgur ganz normal. Das Gemüse wascht ihr, schneidet ihr in kleine Stücke. Die Kidneybohnen und den Mais tropft ihr ab. Zum Schluss vermischt ihr alles und gebt die Gewürze hinzu. Dies geht auch ziemlich schnell und ist auch sehr lecker. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!